Unter und über dem Wasser von Egidius Knops. Als Auen- und Moorlandschaft besitzt der Spreewald für den Naturschutz überregionale Bedeutung und ist seit 1991 UNESCO-Biosphärenreservat. Unzählige Wasserläufe durchziehen hier ein von Wald und Wiesen bedecktes Urstromtal und die Spree nimmt den Charakter eines Binnendeltas an. Die Erlebnisse und Eindrücke der unmittelbar erlebten Wasserwelt des Spreewaldes, der Duft des Wassers, die einzigartige Flora des Spreewalds und die erlebte und erahnte Fischvielfalt. Das alles spiegelt sich in der Idee und deren Umsetzung im Zimmer wider. Eine Leuchtwand von 3x3 Meter entführt die Bewohner des Zimmers in die Wasserwelt des Spreewalds. Elektronisch steuerbar kann man in die mit heimischen Fischarten bevölkerte Unterwasserwelt eintauchen. Neben dieser beleuchteten Unterwasserwelt als sinnbildlich zentrales Element findet die Natur auch optisch Einzug in das Zimmer. Dies geschieht unter anderem durch eine als skulpturales Raumelement fungierende Wasserlilie, deren Schatten sich auf der gegenüberliegenden Wand widerspiegelt, sowie durch einen Glastisch mit rund 35 Weidenästen als Tischbeine, in dessen Gestrüpp sich kleine Fische beobachten lassen. Die gesammelten Eindrücke, die die Gäste aus der freien Natur mit ins Zimmer nehmen, sind hier wieder zu entdecken.